Sprechen wir heute mal über das Produkt, das bei DM regelmäßig vergriffen war. Ich glaube, das ist inzwischen ein bisschen besser. Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Wir sprechen über den Liquid Hydrator von No. Wie ich das Produkt finde, erzähle ich dir nach dem Intro. Ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und wir sprechen heute über dieses Schätzchen hier. Das hatte ich mir mit jeder Menge anderer Produkte bei No direkt bestellt, weil ich einfach das in meinem DM nicht bekommen habe. Aber ich glaube, inzwischen ist es besser geworden. Also die Verfügbarkeit über dieses Produkt ist besser inzwischen. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Hype weg. Aber das lohnt sich einfach immer, muss ich an der Stelle sagen. Ich verwende das hauptsächlich auf der Kopfhaut. Als er das vorgestellt hat auf seinem Instagram-Kanal, wäre eigentlich X-Skincare, das ist in Kooperation mit X-Skincare entstanden, habe ich schon gleich gewusst, hey, das ist was für mich. Und ich weiß eben von Leon auch, man kann durchweg auch Skincare auf dem Kopf anwenden, weil da hast du genauso Skin. Ich habe eine schwierige Kopfhaut, die extrem nachfettet. Ich habe die Pille abgesetzt vor, oh, lasst mich nicht lügen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange es her ist, über zwei Jahre jetzt, aber seitdem fettet meine Kopfhaut, das ist unglaublich. So ein starkes Nachfetten ist immer ein Zeichen dafür, dass deine Haut feuchtigkeitsarm ist. Das habe ich auch im Gesicht. Und da trage ich es natürlich auch auf. Das ist ein super cooles Fläschchen, das kann man ohne weiteres eben auch auf der Kopfhaut anwenden. Da ist so ein, wie sagt man, so ein Ausguss dran, wo bloß tröpfchenweise was rauskommt. Also so kommt nicht unwahrscheinlich viel raus und man kann da super gut dosieren. Das ist echt eine tolle Sache. Man könnte das aber auch aushebeln und vielleicht einen Sprühkopf drauf machen. Mir passt es auf jeden Fall schon so. Das ganze Produkt hat 10 Euro gekostet, das ist natürlich für die Drogerie ein bisschen mehr. Aber diese No-Produkte lohnen sich. Die Inhaltsstoffe habe ich schon mal durchgenommen, über die möchte ich jetzt gar nicht so viel verlieren. Es ist Niacinamid drin, es ist Panthenol drin, es ist Ektoin drin. Alle drei Inhaltsstoffe, das sind sehr, sehr kurze Videos, findest du unter dem i. Und wenn du dich ein bisschen mehr mit den Inhaltsstoffen auseinandersetzen möchtest, gerne nachlesen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Aber so ein bisschen Grundwissen kriegst du in meinen Videos. Gleichzeitig werde ich dir mal unter dem i einen Ordner legen mit den weiteren No-Produkten, die ich bis jetzt getestet habe. Lohnt sich auf jeden Fall. Guck da mal rein. Das ist auf der Kopfhaut. Ich glaube, ich habe mich so ein bisschen abhängig und verliebt in dieses Produkt gemacht. Auf der Kopfhaut ist es so der Hammer. Weil ich habe halt wirklich oft eine sehr trockene Kopfhaut, aber auch Schuppen und die ist gleichzeitig auch fettig. Macht das jetzt Sinn? Nee, trocken ist sie nicht, sie ist feuchtigkeitsarm. Ich merke das halt einfach, das ist halt spannend. So ist es richtiger. Und da ist es einfach grandios. Ich habe es vorher auch wieder drauf gemacht und man merkt, wie das meinen Haaren auch unwahrscheinlich gut tut. Wenn ich das dann einmassiere in der Kopfhaut, da habe ich dann dementsprechend wieder so ein richtiges Volumen. Das ist richtig toll. Auf dem Gesicht trage ich das natürlich auch auf. Das ersetzt kein Serum. Das ist ein zusätzliches Produkt und ich mag es, denn ich eben zur Pflege noch irgendwie so eine Feuchtigkeit mit dabei habe. Entweder liefert das irgendwie ein Gel, was ich auftrage, oder es liefert ein Serum, aber da kriegt man meistens nicht so viel auf. Oder es ist eben so ein Produkt, was eben Feuchtigkeit liefert. Und das ist einfach genial. Ich liebe das richtig. Eben, es ersetzt kein Serum, es ist wirklich ein Zusatzprodukt. Und wenn du so jemand bist, der eben auf der Kopfhaut, wie ich, auch so Probleme hat, probier das mal aus. Weil das ist so, es juckt mich halt schon ab und zu mal. Und wenn ich das dann drauf mache, das ist halt einfach so... Oh. Ich liebe das total, kann man wirklich an der Stelle sagen und ich werde das auf jeden Fall nachkaufen. Die Verfügbarkeit ist inzwischen besser und ein kleiner Tipp an dich, falls du das noch nicht gewusst hast, auf der DM-Seite kannst du deine Filiale, wo du wohnst, eintragen und kannst sehen, was in deiner Filiale noch verfügbar ist an dem Produkt. Ne? Also, dass du nicht umsonst dahin fährst,
siehst du auf jeden Fall immer, ob das Produkt verfügbar ist oder nicht. Ja, kennst du das Produkt? Bist du damit auch so zufrieden wie ich? Würde mich mal interessieren. Schreib das gerne unten mal in die Kommentare. Ich habe übrigens auch einen Discord, wo wir über Skincare sprechen. Falls du auch Bock hast, mit uns ein bisschen zu diskutieren, bist du herzlich eingeladen. Wir haben noch einen zweiten Raum jetzt, der bezüglich Skincare, der für Skincare zuständig ist, sagt man das so, ist ja egal. Und da geht es um Online-Shops und Rabatte. Vielleicht hast du Bock, mal bei uns vorbeizuschauen. Link zu meinem Discord findest du unten in der Infobox. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und wir treffen uns in den Kommentaren wieder, weil mich interessiert, wie du damit zurechtgekommen bist. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!